Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier mit der Auto-Action. Ja, ich bin mal wieder in meinem Auto und zu eurer Information, ich habe mein Handy endlich wieder. Also es ist letzte Woche sogar schon wieder gekommen und ich habe mir jetzt einfach gedacht, jetzt musst du dich mal hier hinsetzen und musst mal wieder ein Vlog machen. Einfach nur, es waren schon länger Zeit keiner mehr rausgekommen. Also die meisten haben es vielleicht mitbekommen, dass mein Handy eben kaputt war. Und jetzt bin ich erstmal wieder froh, dass es wieder da ist, dass es wieder ganz ist. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass ich hier nochmal ein Video drehen kann. Ich bin jetzt gerade alleine hier. Hab einfach gedacht, oh komm, gehst mal ein bisschen raus und chillst dir mal hart einen ab. Und es macht einfach wieder Spaß, hier einfach so rumzusitzen und doof in die Kamera zu labern, um ganz ehrlich zu sein. Und ja, ich habe hier ein bisschen Musik laufen zwischendurch. Es ist ziemlich gechillt, muss ich wirklich sagen, einfach nur hier rumzusitzen, irgendwelche Musik zu hören und sich dabei irgendwelche Gedanken zu machen, die teilweise verrückt sind, aber egal. Ja, ganz kurz, was ich so noch sagen will, ist einerseits, ich habe ja die ganzen FIFA-Let's Plays und alles bin ich ja momentan am Hochladen. Ultimate Team und Karrieremodus. Wobei mir aufgefallen ist, dass Ultimate Team heute, an diesem Tag, wo ich das jetzt aufnehme, nicht so gern gesehen wurde. Also hat gerade mal so 200 Aufrufe jetzt insgesamt so bekommen und war auch relativ wenig geschaut, wenig kommentiert. Hat mich irgendwie ein bisschen traurig gemacht, aber gut, wir werden ja sehen, ob sich das in den nächsten Tagen so fortsetzt. Dann wird auch wieder Karrieremodus erscheinen. Dann habe ich auch noch einen weiteren Karrieremodus jetzt geplant. Der wird dann ab Freitag rauskommen. Lasst euch einfach überraschen. Ich habe ja gesagt, ich mache was mit einem Zweitligateam. Wer es sein wird, das sage ich jetzt hier an dieser Stelle mal nicht. Das werdet ihr dann am Freitag sehen um 15.30 Uhr. Und ja, ihr könnt euch ja schon mal drauf freuen. Vielleicht interessiert es euch ja. FC Bayern wird auf jeden Fall natürlich weitergemacht. Es wird jetzt hier nichts ausgesetzt oder so. Es wird erstmal momentan Ultimate Team, dann Karrieremodus Bayern kommen, dann der mit der Zweitligamannschaft und dann auch noch die anderen Sachen, die ich dann noch machen wollte. Das ist einmal Fußballmanager 12, Quatsch, 13, was ja bald rauskommt und noch Need for Speed Most Wanted. Das sind die drei Let's Plays, die ich jetzt erstmal auf meinem Kanal weiterführen will oder beziehungsweise anfangen will. Dann habe ich mir mal gedacht, ich könnte ja noch etwas mehr machen bei FIFA. Zum Beispiel die Mann-gegen-Mann-Saison könnte ich ja mal noch anspielen. Oder noch weitere Let's Fights. Dazu muss ich aber erstmal noch mal ein paar Gegner finden, die da noch mal gegen mich spielen wollen. Wenn ihr gegen mich spielen wollt, das hatte ich ja schon mal bei FIFA 12 am Ende gemacht, schreibt mir einfach eine PN. Und mit Origin-Account, also mit Origin-ID und zeigt, also dann kurz, schaue ich mir kurz euren Kanal an. Am liebsten habe ich es dann, wenn ihr gerne redet und wenn ihr auch, sagen wir mal, so 15 Jahre plus seid, weil dann kann ich davon ausgehen, dass das auf jeden Fall etwas, weiter ausgereifte Stimme vorhanden ist und das einfach mal nur so am Rande. Das war's jetzt alles, was ich an Informationen eigentlich so hatte. Wollte dann nochmal eben, wie gesagt, einen kleinen Auto-Action-Vlog machen und ja, David ist jetzt leider nicht mehr da. David ist jetzt in Trier, wie ihr vielleicht auf seinem Kanal auch schon gesehen habt. Der ist ja jetzt umgezogen zum Studieren. Ist jetzt hoffentlich die nächsten Tage mal nochmal ein bisschen da, weil sein Semester erst nächste Woche anfängt. Ich hoffe, dass wir dann auch mal nochmal zusammen was gereiht bekommen. Einfach einen kleinen Vlog oder sowas. Würde mich freuen. Jetzt an dieser Stelle sage ich erstmal auf Wiedersehen. Danke euch fürs Zuschauen. Hoffe auf fleißige Kommentare und auch Bewertungen. Und das natürlich auch bei den anderen Let's Plays. Ja, die Let's Plays müssen jetzt hier an der Seite irgendwo verlinkt sein. Also ich mache da so kleine Annotations, kleine Anmerkungen, die ihr dann einfach anklicken könnt. Wenn ihr draufklickt, seht ihr dann, was das für ein Part ist oder was das auch immer ist, für eine Playlist oder sowas. Und meinen Kanal werde ich auch noch verlinken. Bis dahin, erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Goalie.